Kapitel 8 und 6, Freigabe von Produkten und Dienstleistungen, geht es im Prinzip darum, dass Sie als Organisation Freigabeprozesse installiert haben, die sicherstellen, dass die Produkte, die Sie erstellen oder Dienstleistungen, die Sie liefern, in entsprechender Qualität an Ihren Kunden gehen. Hierzu heißt es enorm, die Organisation muss in geeigneten Phasen geplante Vorkehrungen umsetzen, um zu verifizieren, dass die Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen erfüllt worden sind. Das bedeutet, dass Sie dazu aufgefordert sind, letztendlich das, was Sie produzieren, auch zu messen, ja, und zu überprüfen, dass zum Beispiel Ihr Bauteil, das Sie hergestellt haben im Rahmen einer CNC-Fertigung beispielsweise, auch alle Anforderungen, die an Sie und an dieses Bauteil gerichtet worden sind, erfüllt werden. Ja, das kann beispielsweise durch eine Endprüfung beispielsweise durchgeführt werden, in dessen Rahmen nochmal eine Qualitätskontrolle durchgeführt wird, wo nochmal sichergestellt ist, dass das Bauteil wirklich diese Spezifikationen besitzt, die es besitzen soll. Ja, das ist damit gemeint. Die Freigabe von Produkten und Dienstleistungen zum Kunden darf erst nach zufriedenstellender Umsetzung der geplanten Vorkehrungen erfolgen, sofern nicht anderweitig von einer zuständigen Stelle und, falls zutreffend, durch den Kunden genehmigt. Das heißt, Sie dürfen im Klartext auch nur diejenigen Produkte zum Kunden rausschicken, die in der Tat in Ordnung sind. Ja. Außer es gibt irgendwelche Sonderfreigaben, Freigaben von einem Kunden oder einer anderen Stelle, die relevant ist, die da sagt, okay, es sind zwar gewisse Toleranzen überschritten beispielsweise, aber das ist trotzdem in Ordnung. Dann ist es auch wieder okay und Sie können sich letztendlich um Ihre weitere Produktion kümmern. Aber dieser Abschnitt will im Prinzip nochmal sicherstellen, dass Sie als Unternehmen, und macht nochmal deutlich, dass Sie als Unternehmen in der Verpflichtung stehen, wirklich nur gute Ware an Ihren Kunden zu schicken. Das ist eine Selbstverständlichkeit, außer in Ausnahmefällen. Ja? Und in diesen Ausnahmefällen kann, wie gesagt, der Kunde eine Freigabe erteilen oder eine andere Stelle, die vielleicht vom Kunden entsprechend organisiert worden ist, eine Freigabe erteilen, und in so einem Fall wäre es auch okay, wenn Sie einen Teil rausschicken, das Sie vielleicht so nicht rausgeschickt hätten. Die Organisation muss dokumentierte Informationen über die Freigabe von Produkten und Dienstleistungen aufbewahren. Die dokumentierten Informationen müssen enthalten den Nachweis der Konformität mit den Annahmekriterien. Das heißt, wenn Sie Produkte freigeben, ja, dann muss es auch eine dokumentierte Information dazu geben. Das heißt, beispielsweise ein Endkontrollprotokoll oder ein Qualitätskontrollprotokoll beispielsweise, in dessen Rahmen nochmal hergeht, dass eine gewisse Charge beispielsweise abgeprüft worden ist in irgendeinem Stichprobenverfahren beispielsweise oder vielleicht eine 100%-Prüfung. Und wenn Sie so etwas in Ihrem Haus haben, dann ist dieser Punkt entsprechend auch abgewickelt. In dessen Rahmen sollen natürlich auch der Nachweis der Konformität mit den Annahmekriterien, das heißt, auf der einen Seite haben Sie die Anforderungen des Kunden, zum Beispiel eine Zeichnung vorlegen, wo gewisse Bemaßungen drauf sind, und relevante Bemaßungen messen Sie dann letztendlich nach, nachdem Sie Ihre Produktionsschritte durchgeführt haben, und prüfen diese gegeneinander ab. Das ist damit gemeint. Und des Weiteren soll die dokumentierte Information enthalten die Rückverfolgbarkeit zu Personen, welche die Freigabe autorisiert haben. Das heißt, es gibt dann eine Person, die letztendlich diese Freigabe durchgeführt hat, vielleicht den Qualitätskontroll-Endschritt durchgeführt hat, und dieser sollte auch dann entsprechend auch vermerkt sein im Rahmen dieses Prüfprotokolls. Letztendlich geht es hier darum, dass Sie nachweisen, dass Sie sich Mühe geben, als Unternehmen entsprechend qualitativ zu liefern, und um solches zu tun, auch Dokumentation und dokumentierte Informationen beinhalten, die an gewisse Qualitätskontrollprozesse zum Beispiel angeknüpft sind. Und im Rahmen des Audits ist das eigentlich eine ganz klassische Frage, wie jetzt ein Qualitätsprotokoll eigentlich aussieht, so ein Prüfprotokoll denn eigentlich aussieht. Und wenn Sie da schon was vorlegen können, dann ist dieser Punkt auch für Sie abgewickelt.